Wie meinst du das mit mir? Ja, was passiert jetzt genau noch? Weiß ich nicht. Also anscheinend jetzt passiert, dass die Presse nicht reingelassen wird, obwohl es eben hieß, hat die Polizei mir gesagt, wenn ich die Presse zu mir nach Hause einlade, dürfen sie in die Wohnung. Ja, jetzt ist das wieder geändert worden. Das sind Sachen, die eigentlich gar nicht gehen. Die Uhr ist voll, zur Hälfte mit Presse, zur Hälfte mit Leuten, die Kalle auch weiterhin zur Seite stehen möchten. Die Nacht war unruhig insofern, als dass die Polizei seit 2 Uhr heute Nacht das Haus belagert und besetzt hat. Also auf allen Etagen, auch im Keller, lungert die Polizei rum und das schon seit 2 Uhr. Uns ist mitgeteilt worden, dass 2 Leute heute Nacht um 1:30 an der Agneskirche weggegriffen wurden. Offenbar gehört das mit zum Gefahrengebiet, also Aufenthalt ohne weitere Erklärung, warum man sich dort aufhält, war ebenfalls nicht gestattet. Die Presse kommt zum Teil hier rein, zum Teil muss sie sich eine zusätzliche Genehmigung besorgen. Das ist der aktuelle Zustand hier. Die Stimmung ist relativ gut. Wem gehört die Stadt? Wem gehört die Stadt? Uns Menschen oder dem Geld? Alle für Kalle, Kalle für alle. Denn wir sind die Stadt. Alle für Kalle, alle für Kalle. Denn wir sind die Stadt. Hören Sie das, alle für Kalle. Das geht mir nah. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ja, Rolli Brings. Hat er extra ein Lied geschrieben. Ist er die Irre? Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Ich finde das Vorgehen der Polizei sehr erstaunlich. Ich war um kurz nach 1 Uhr zur Zeitung holen, weil der Stadtanzeiger geschrieben hat, ich hätte schon eine Wohnung. Ich konnte das nicht glauben, dass es in der Zeitung steht. Wie kommen die darauf? Am Barbarossaplatz. Habe ich mir die Zeitung gekauft, bin zurück und auf dem Rückweg war hier schon alles abgesperrt. Ich musste meinen Ausweis dreimal zeigen, einmal an der Sperre, einmal vorm Haus, einmal im Haus. Das war schon der Trupp. Die Polizei hat die Bäume neben, also die haben die Bäume gefilmt, um zu gucken, was da passiert anscheinend. Ich weiß nicht, wovor hat Köln Angst vor meinen Nachbarn? Das sind teilweise Rentner, die hier gesessen haben. Eine Frau aus dem Nebenhaus mit 87, die kam ja mit der Gehhilfe hin. Ne? Meine Nachbarn im Haus von gegenüber. Ich verstehe es nicht. Also ja, aber die schöne Bilder von weit weg. Und wir haben inzwischen 80.000 Studenten von denen Sie bekommen jetzt von mir die Auflagen erteilt, diese Demonstration nicht hier durchzuführen, sondern auf der Straße, sodass wir hier unsere Maßnahmen treffen können. Die Häuser denen, die drin wohnen! Die Häuser denen, die drin wohnen! Die Häuser denen, die drin wohnen! Sie kommen dem nicht nach. Ich warte noch ein, was es aussieht, aber 5, 4, auf Ihrem Haus 3, 2, 1, und im Haus sind alle Leute... Kalle, wir haben alle von alle! Kalle für alle und Kalle für alle, die Häuser denen, die drin wohnen. Auf, schalten alle Leute auf den Kopf. Heißt ihr, ja, Bürger für die Ordnungsmacht schalten hätte wollen. Und die Polizei betrifft das. Die erste Person wird jetzt von 3 Bullen weggetragen, den Treppenabsatz runter. Aber das überwältigt mich. Das überwältigt Was mich wirklich. Was ist denn gerade passiert da oben? Also ja, also der Gerichtsvollzieher, ja, kommt. Die Polizei hat den Weg freigemacht, hat Leute weggetragen. Der Gerichtsvollzieher war sehr freundlich, hat sich die Schlüssel zeigen lassen.
Und wir haben jetzt die Schlüssel alle ausprobiert. Und ja, jetzt im Prinzip ist die Wohnung eigentlich meiner Ansicht nach übergeben. Aber die Sachen im Treppenhaus, Matratze etc. Ich wollte es ja noch ein klein wenig gemütlich haben am Schluss. Heute durch ein massives Aufgebot von Polizei, Justiz, Gerichtsvollzieher, Kalle aus seiner Wohnung im Agnesviertel vertrieben worden. Eine Riesensauerei, die aber in Deutschland eine alltägliche Sauerei ist und ein alltäglicher Verstoß gegen das Grundrecht auf Wohnen. Es gibt keine Statistik über Zwangsräumungen, es gibt aber Hochrechnungen und demnach gibt es in Deutschland jedes Jahr circa 20.000 Zwangsräumungen. Und vor diesem Hintergrund muss man auch unseren Protest bewerten, unseren gemeinsamen Protest gegen diese Zwangsräumung, die wir einmal erfolgreich verhindern konnten, die wir heute Morgen nicht mehr verhindern konnten. Aber es war auch eine ziemlich einmalige Sache, dass wir öffentlich angekündigt haben, diese Zwangsräumung zu blockieren und in den letzten Monaten dieses Thema in die Öffentlichkeit gebracht haben. Unser Ziel ist, dass sich alle Betroffenen, von Verdrängung Betroffenen, wehren, rechtzeitig wehren, sich organisieren. Wir von der Initiative Recht auf Stadt bieten an, zu uns zu kommen. Wir wollen den Widerstand vernetzen, unterstützen. Und in der letzten Zeit waren auch schon mehrere neue Mieterinitiativen in dieser Stadt gegründet worden. Das ist der Weg, den wir gehen wollen. Dafür brauchen wir die Unterstützung, das heißt Solidarität, weil es unsere gemeinsamen Interessen sind, die wir gemeinsam verteidigen wollen. Wir sagen, wir alle sind Kalle, weil wir uns mit Kalle Gehrig, der hier heute zwangsgeräumt wird, solidarisch erklären. Wohnungen dürfen kein Spekulationsgut sein. Wohnungen sind Lebensmittelpunkt und jeder Mensch hat ein Recht auf Stadt. Und auch diejenigen, die niedrige Einkommen haben oder Durchschnittseinkommen haben, müssen in der Stadt wohnen können. Studierende, Krankenschwestern, Arbeiterinnen und Arbeiter, Beamte, auch für sie gilt, dass sie in der Stadt leben dürfen. Und deswegen sagen wir hier, wir sind gegen diese Räumungen, wir sind gegen Spekulationsobjekte und der Markt richtet es nicht. Ganz im Gegenteil, wir brauchen geförderte Wohnungen, wir brauchen eine Mietpreisbremse und wir brauchen einen Mietenspiegel, der sich am Bestand orientiert. Das wären erste Schritte in die richtige Richtung, damit wir alle in der Stadt wohnen können. Sie verschwinden doch zum Kummer des Gerichts. Man zitiert am Ende Haifisch, doch der Haifisch weiß von nichts. Und er kann sich nicht erinnern und man kann nicht an ihn ran. Denn ein Haifisch ist kein Haifisch, wenn man's nicht beweisen kann. Denn ein Haifisch ist kein Haifisch, wenn man's nicht beweisen kann. Applaus für Bertolt Brecht und Kurt Weill. Ein Punkt zum Abschluss. Danke. Ja, also ich finde es so toll, dass hier so viele Leute sitzen und möchte die Gelegenheit nutzen. Ich bin die Brigitte Leinecker und komme vom Mieterrat in Zollstock. Wie vielleicht die meisten wissen, ist die GAG Besitzerin von 42.000 Wohnungen in Köln. Wir haben gestern ein Gespräch gehabt mit dem Jochen Ott, Aufsichtsratsvorsitzender der GAG.
Der hat uns gesagt, ja, wir haben uns vorgenommen, in diesen 10 Jahren alle GAG-Blocks zu sanieren. Das könnte ja ganz nett sein, aber wie wir aus Erfahrung wissen, Naumann-Siedlung, Mieteraustausch komplett vollzogen. Wir sind jetzt in Zollstock dran und es heißt, ich sage jetzt einfach mal nur 5-6 Monate leben in einer Baustelle. Da laufen sie schon von selber weg. Und das ist auch der Sinn der Übung. Die GAG versucht jetzt immer zu sagen, ja, kommen Sie zu uns, wenn Sie ein wirtschaftliches Problem haben, wir helfen Ihnen, wir regeln das schon, wir fangen das ab. Das heißt aber, dass die Leute vereinzelt werden. Und was uns gelungen ist, ist einfach, dass wir uns wehren, dass wir das alles uns kritisch anschauen. Und wir haben einfach gesehen, dass Mieter ausgetauscht werden in anderen Blocks und dass dasselbe passiert mit uns. Die Mieten werden in Zollstock auf 10,50 Euro und später auf 13 Euro ansteigen, wenn die alten Mieter raus sind. Und davon sind schon viele. Die haben gekündigt, 20, 60 haben Härtefall angemeldet. Und ich möchte nur sagen, ich kann auch nicht gut öffentlich reden, aber es ist wichtig, den Mund aufzumachen. Und ich bin stolz auf die Leute in Zollstock, die haben diese Tradition nicht. Die schämen sich, ein Plakat an die Wand zu hängen. Aber es sind inzwischen 50, 60, die den Mund aufmachen. Und das ist wichtig. Keine Scheu haben, auch mal was Falsches sagen, aber bitte den Mund aufmachen. Und es betrifft wirklich nicht nur Kalle, sondern wir werden irgendwann mal alle zu Kalle. Und ich sage nur ein Zitat von Herrn Ott, was gestern gefallen ist. Wir müssen uns als Aktiengesellschaft wie Mercedes-Benz verhalten. Das heißt, die Mieter sind Waren, die zum die Wohnungen sind Waren, die zum höchstmöglichen Preis verscheuert werden müssen. Das hat der offen zugegeben. Welcher Partei ist der Ort? SPD, das ist auch bekannt, deswegen sage ich das auch. Und er hat gesagt, die Aktionäre steigen mir aufs Dach hier, wenn ich hier zu nett bin, zu entgegenkommend bin. Ne? Und das ist aber, die AG gehört zu 80% der Stadt. Und er hat gesagt, ja, die Kommune muss ja auch ihre Verantwortung übernehmen. Das, was hier an Sanierungskosten obendrauf kommt, das bezahlt die Stadt dann via Jobcenter, Grundsicherung, Wohnungsamt. Ja? Also das sind die Aussagen, die er macht. Und da sieht man eigentlich wirklich, das ist ein Ding, was nicht geht. Ja, und deswegen müssen wir auch fordern, das ist ja auch schon mal angelegt im Rat, dass wirklich die GAG von der Börse genommen wird, damit dieser Humbug schon mal aufhört und die Stadt verantwortlich gemacht wird. Ja, und ich danke dem Kalle für seine Vorreiterrolle und seine Symbolfunktion. Und ich glaube, wir werden da jetzt nachrücken. Kalle, du bist, glaube ich, jetzt nicht mehr die einzige Symbolfigur, sondern die Zollstocker Mieter kommen hinter dir her. Ja, danke schön. Statement, wie bei mir angefragt wurde, ob ich was sagen will zu der Sache. Ich habe darauf hingewiesen, dass wir mit unserer Geburt eigentlich bis zu unserem Tod hier ein Teil von diesem Ökosystem Erde sind und dass wir deswegen auch einen Platz haben da drin, ja, und dass uns dieser Platz eigentlich durch dieses Boden- und Eigentumsrecht gestohlen wurde. Das heißt, wir kommen jetzt auf die Erde und müssen uns unseren Platz erkaufen. Und das ist eigentlich ein Skandal, finde ich. Ist eigentlich nicht mehr so im Bewusstsein der Menschen, aber kann man ja ruhig mal wieder darauf hinweisen. Also wir haben einfach ein Recht, hier zu sein. Und die Tatsache, dass uns dieses Recht geklaut worden ist, da sollte man immer wieder mal darauf hinweisen und Widerstand leisten. Ich habe ein Lied ausgesucht von der Kölner Band Brings. Wunderschönes Ding eigentlich. Da geht es um das Recht auf Stadt. Und nachdem ich ein Immi bin, habe ich mir erlaubt, das zu übersetzen. Du Investment mit Aussicht auf Gewinn. Mit dicken Ellenbogen haben sie das schnelle Geld im Sinn. Für die anderen bist du Alltag mit Sorgen, Glück und Pein.
Dingen wir geboren sind, fühlen sie sich hier daheim. Doch jetzt kommt es drauf an, wer bestimmt, was hier wirklich zählt. Sind es die Menschen oder ist es das Geld? Wem gehört die Stadt? Die Stadt, wer regiert die Welt? Die Welt, sind es die Menschen oder ist es das Geld? Wem gehört die Stadt? Die Stadt, und wer regiert die Welt? Die Welt, sind es die Menschen oder ist es das Geld? Thank you.